Hey Freunde, Liscario hier. Sepira LP hat geschrieben, könntest du vielleicht einen Download-Link posten oder vielleicht auch ein schnell kurzes und knackiges Video dazu machen? Wäre echt Hammer. Und zwar geht's darum, wie ich Saitohart und Bokohart installiere, damit mein Spiel so aussieht wie in dem letzten Payday 2 Video, nämlich New Gage Ninja Pack. Dieses Review sozusagen. Und ich habe ja auch schon alles offen, was ihr dafür braucht. Die Download-Links von den beiden Huts sind unten in der Beschreibung, wobei man beim Poco-Hut in die Steam-Gruppe Poco-Mods rein muss. Das heißt hier, in die Steam-Gruppe Poco-Mods muss man einfach eintreten und dann kann man sich da runterladen in der Steam-Gruppe. So, Saitohart, Link unten in der Videobeschreibung. Wenn ihr das runterladet, bekommt ihr hier diese WinRAR-Datei. Das ist das hier. Ja, das ist das hier. Und jetzt... Ich habe so gemacht, ich habe zuerst Bokohart installiert, also hier einfach Boko. Da steht jetzt sowieso eine Installations.txt, wie man das alles installiert. Open Game Folder, also Payday 2 öffnen, ne? Hier zu dem Folder gehen und das einfach reinziehen in den Payday 2 Ordner. Ja? Und ich habe es dann anders gelöst und zwar, ich habe das reingezogen und habe dann einfach unter Assets einen Ordner Mod Overrides erstellt. Mod Underline Overrides, klein geschrieben und habe dort einfach Saitohart reingezogen und es funktioniert. Ja, ich habe noch eine andere Version als die Downloadable Version, weil mir die andere besser gefällt. Ich habe die von dem Ersteller persönlich bekommen. Mal schauen, vielleicht update ich auch langsam. Mal schauen. Auf jeden Fall ist es dann so, dass das Spiel genauso aussieht wie bei mir. Einfach in den Mod Overrides, also hier unter Payday 2. In den Assets-Folder Mod Overrides reinschreiben, ein Folder mit Mod Overrides. Dort dann Saitohart rein und die Einstellungen dann im Game vornehmen. So, ich join mal ins Game und zeige euch, wie das im Game aussieht. Bis gleich. So, da wären wir auch schon wieder in Payday 2. Und zwar, so habt ihr das ja schon lange gesehen, ich wollte euch nicht zeigen, wie es aussieht, sondern wollte ich euch zeigen, welche Einstellungen ich habe mit dem Poco-Mod. Beziehungsweise mit dem Poco-Hut. Saitohart ist das, damit die Blitze da hinten sind. Ja, und hier bei den Level zum Beispiel, dass man hier was anderes hat. Bei der neuen Version ist das nicht mehr so ein Kranz, sondern eine durchstrichelte Linie. Ja. Auf jeden Fall zeige ich euch mal, wie das hier so aussieht bei mir. Und zwar habe ich hier unter Optionen viele, viele neue Einstellungen. Wie gelangt ihr dorthin? Neben der 1 gibt es so ein Hütchen. Links neben der 1. Über dem Tabulator. Gibt es so ein Hütchen. Da klickt ihr drauf. Geht nur, wenn ihr hier in der Lobby oder halt hier im Startbildschirm seid. Auf Optionen. Und dann könnt ihr einstellen, was auch immer ihr wollt. Ich habe hier zum Beispiel eingestellt, ich möchte nichts sehen von all dem. Gar nichts. Ja, wirklich nichts. Beim Chat habe ich auch alles deaktiviert, einfach weil ich mag es einfach nicht, dass dann durchgehend steht, der hat sich mit so und so viel Prozent geheilt, der hat sich mit so und so viel Prozent geheilt. Das sieht man, wenn man aufpasst in einem Game. Also von daher, Eckentext, man kann wirklich alles einstellen. Schwebende Labels. Also das ist, ich habe einfach alles so eingestellt, wie ich mir denke und deswegen liegen auch so viele Leichen rum, weil ich hier auf Absurd gegangen bin. Ja. Das wär's eigentlich. So installiert man das. Ich hoffe, ich hab dir geholfen, Sepira LP. Ich hoffe, ich spreche auch deinen Namen richtig aus. Wenn ja, lass doch eine positive Wertung da. Wir sehen uns dann in einem neuen Video. Euer Liscario. Tschüss.